Hallo, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, beim letzten Mal haben wir es geschafft, von Verinat zu entkommen, dem Planeten, wo wir gelebt haben. Denn wir wurden durch den Talchia und die Elachi angegriffen. Und ja, werden jetzt mal weitermachen. Und zwar mit der Mission Die Helix. Wenn wir eine Chance haben wollen, um uns von Scylla und dem Talchia loszulösen, brauchen wir Verbündete. Es gibt viele kleine Siedlungen wie ihre da draußen. Mit einigen haben wir bereits Kontakt, aber wir sind stets auf der Suche nach weiteren Mitstreitern. Ich habe gehört, dass eine Gruppe Romulaner in der Suliban-Helix im Beta-Quadranten rebelliert. Ich würde sie gern besuchen. Nehmen Sie Kontakt mit den Romulanern auf und helfen Sie ihnen, wenn möglich. Finden Sie heraus, ob Sie sich Detan bei seiner Suche nach einer neuen Heimatwelt anschließen wollen. Ja, das hört sich doch gut an. Wenn wir mehr Romulaner zusammenfinden, wächst natürlich auch die Romulanische Republik und damit auch die Chance, sich wirklich vom Talchia abzulösen. So, da vorne ist die Suliban Helix und die fliegen wir jetzt mal schnell an. So. Ja, Ladezeiten, da kann ich leider nicht unbedingt was für. Aber geht einigermaßen. We've arrived at the Helix, but we're not the only ship here. A tall Shi'ar Warbird is approaching from the direction of the primary structure. They haven't raised shields yet. Their weapons are online. Wait, they're hailing us. Your orders? Ja, dann antworten wir doch dem Ruf mal. Your death shall be quick, but not merciful. Okay. An den befehlshabenden Offizier der Tetrix. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie gegen Sicherheitsvorschrift 63R des Talchia verstoßen. Ihr Schiff befindet sich ohne Genehmigung in diesem Gebiet. Identifizieren Sie sich umgehend oder Ihre Handlungen werden als feindselig betrachtet. Diese Art von Schwierigkeiten wollen Sie sich bestimmt nicht. Hä? Was ist das denn für ein Satz? Der Talchia hat die Befugnis, Terroristen aufzuspüren, die die Romulanische Republik bedrohen, wo auch immer sie sich verstecken. Denken Sie gar nicht erst über einen Täuschungsversuch nach. Unsere Daten zeigen, dass ein Warbird mit ihrer Schiffskennung schon vor Jahren außer Dienst gestellt wurde. Wir haben sie bereits als Sardin Sarik Devaro identifiziert. Der Diebstahl von militärischem Eigentum ist ein ernsthaftes Verbrechen. Können Sie das erklären, Commander? Naja, also wenn du in der Lage gewesen wärst, zu entkommen, wenn du ein altes, kaputtes Schiff klaust, dann würdest du das wohl auch machen. Naja. Gucken wir mal, dass wir hier diesem Talchia-Schiff mal so richtig den Arsch versäulen. Und das geht eigentlich gerade ganz gut. Also die stecken gerade mächtig Schaden ein. Das war's auch schon mit dem Schiff. Jetzt müssen wir Kontakt mit der Solar-Helix-Einrichtung schaffen. Jetzt müssen wir natürlich auf den roten Alarm abwarten, bis der zu Ende geht. Kontakt aufnehmen. Wir bitten inständig um Gnade. Es befinden sich lediglich Zivilisten auf der Helix. Wir haben nicht viel mehr, als wir von den Zellschiffen plündern können. Wie wir den anderen Kräften des Talchia bereits erklärten, gibt es hier keine Terroristen. Die Kabal sind schon lange fort. Nehmen Sie sich an Schrott, was immer Sie brauchen. Doch bitte nehmen Sie nicht länger unser Volk. Wie euer Volk, hä? Weshalb sind Sie dann hier? Wir haben wenig Handelsgüter und wir möchten keine Schwierigkeiten. Ja, wollen wir eigentlich auch nicht. Wir wollen halt nur ein paar romulanische Flüchtlinge besuchen. Es gibt einige romulanische Flüchtlinge, die sich in der Helix verstecken. Sie sagten, sie bräuchten vorübergehend Unterschlupf und würden bald wieder gehen. Wir haben es nicht böse gemeint. Woher sollten wir denn wissen, dass sie gesuchte Terroristen sind? Bitte nehmen Sie sie mit und gehen Sie. Naja, Terroristen sind das halt nicht und wir sind ja auch nicht vom Talchia. Ihre Handlungen beweisen ihre wahren Ziele. Wenn sie uns helfen, die Ausbauten des Helix-Arms zu reparieren, helfen wir ihnen, die Flüchtlinge auf ihr Schiff zu bringen. Doch beeilen sie sich. Ihre Anwesenheit hier bedeutet eine Gefahr für uns. Na gut, in Gefahr wollen wir euch ja auch nicht bringen. Dann werden wir mal da gerade helfen. Ja, das sind alles hier Suliban-Schiffe. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, das erste Mal so richtig gesehen habe ich die, glaube ich, damals in der Serie Enterprise. Und die jetzt hier so im Spiel richtig zu sehen, finde ich ganz cool. Denn auf Föderationsseite
bin ich mir ziemlich sicher, habe ich die noch nie so gesehen. Zumindest nie so nah. Also ist auf jeden Fall cool. So, jetzt machen wir den Beta-Arm noch. Aber da sind auch schon Tal'Shiar-Schiffe da. Ich würde sagen, bevor wir zu Delta hinfliegen, zerstören wir die am besten, glaube ich mal. So, nähern wir uns und dann Torpedo laden und Feuer. So, der Warbird dürfte ziemlich... verdammt, der ist vor dem Warbird noch explodiert. Das kriegen wir schon so irgendwie hin. Der ist schon mal Geschichte. So, ich aktiviere das mal. Ja, das hat auf jeden Fall was gebracht. Er kann uns nämlich gerade im Moment nicht angreifen. Da haben wir ihm ein bisschen was zerstört und deaktiviert. So. So muss das sein. Okay, sind wir jetzt schon beim richtigen Arm? Ich glaube schon. Jetzt muss ich nur die Einblendung dafür kriegen, aber die ist wahrscheinlich... Ja, jetzt ist sie da. Schiff des Tal'Shiar taucht in ihrer Nähe auf. Ja, es sind doch nur ein paar kleine, leichte Warbirds. Da sollte man eigentlich noch mit fertig werden. Auch wenn das natürlich drei Schiffe sind. Das sind eigentlich quasi genau die Schiffe, die wir gerade, beziehungsweise dass wir gerade fliegen. Aber wir machen deutlich mehr Schaden als die. So, Schockwelle, sehr schön. Ich hoffe, das hat beide getroffen. Ja, sieht so aus. Der wird damit auch schon ausgeschaltet und dann kümmern wir uns jetzt um den letzten Warbird. Zack. Der hat gar keine Chance mehr, überhaupt uns anzugreifen. Und peng. Sehr schön. So, dann fliegen wir mal ein bisschen Richtung der Helix wieder. Nun, da die Waffen wieder bereit sind, konnten wir die Flüchtlinge orten. Sie werden zu einer zentralen Einrichtung gebracht. Sie können die Transporter also darauf einstellen. Wir haben ihnen die Situation erklärt, aber ein Repräsentant der Gruppe will mit ihnen sprechen. Kegan hat mich darüber informiert, dass wir auf ihr Schiff transportiert werden. Wir wissen, dass wir nicht auf der Helix bleiben können, aber wir werden uns nicht einfach so in die Sklaverei treiben lassen. Der Tal'Shiar hat bereits unsere Heimat zerstört. Wir wollen lediglich, dass sie uns auf einer unbewohnten Welt absetzen. Oder irgendwo, wo wir uns verstecken können, um dort ein neues Leben aufzubauen. Ja, wir sind ja eh nicht vom Tal'Shiar. Wir haben Detan gehört. Wir haben auch davon gehört, dass er einen Aufstand gegen die Tal'Shiar planen soll. Sich ihm anzuschließen erscheint mir noch gefährlicher, als hier zu bleiben. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich keine große Wahl habe, Lieutenant. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich es gutheißen muss. Ich weiß nicht, warum der Tal'Shiar unsere Familien entführt. Auf jeden Fall können wir es uns nicht leisten, noch jemanden zu verlieren. Wie wäre es, wenn ich Ihnen einen Handel vorschlage? Wenn Sie persönlich garantieren, dass meine Freunde in der Tanzflotte sicher sind, dann werde ich für Sie arbeiten. Ja. Das wäre doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder? Wenn wir die jetzt auch noch an Bord hätten, dann würde unsere Crew definitiv wachsen. Ich habe auf vielen zivilen Schiffen als Wissenschaftsoffizier gedient. Ich kann ihnen helfen. Ich kann nur nicht mehr rennen. Wenn ich gegen den Tal'Shiar kämpfen soll, um meinen Freunden Sicherheit zu bieten, dann tue ich das. Ja gut, rennen musst du jetzt nicht unbedingt. Die kann ja auch einfach an Bord bleiben. Rine Kaif? Nein, ich kenne niemanden, der so heißt. Hätte ja klappen können. So, holen wir erstmal die Flüchtlinge rüber. All the refugees are aboard, but there's more trouble. A Tal'Shiar battleship, the IRW Koval, has entered the system. They're hailing us, and they're asking for you by name. Remember, they're not here to be friends. Your death shall be quick. Lieutenant Devaro, Ihnen wurde befohlen, sich zu ergeben. Der Tal'Shiar will Sie befragen. Fahren Sie Ihre Schutzschilde herunter und übergeben Sie Ihr Schiff und Ihre Crew. Oder Sie werden die Konsequenzen zu tragen haben. Das glaube ich nicht. Ihre Handlungen sprechen für sich. Sie werden sich für die heute von Ihnen verursachte Zerstörung verantworten müssen. Denken Sie daran, dass Sie die Gelegenheit bekommen hatten, sich zu ergeben. Wir werden uns nie ergeben für den Tal'Shiar. Ja, Tarnvorrichtung wollte ich sowieso aktivieren, von daher
Das ist nichts Neues, denn ich würde das Schiff nämlich von hinten angreifen. Denn da dürfte es eigentlich am verwundbarsten sein. Und Feuer. Zumindest schon mal gut wehgetan. Allerdings hat er hinten doch ein ziemlich schnell fallendes Geschütz drauf. Das habe ich jetzt so nicht unbedingt erwartet. Aber wir haben zumindest die Schilde schon mal sehr angeknackst und auch die Hülle schon gut geschädigt. So. Oh, das war ein krasser Treffer. Das ging schnell. Also das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so schnell geht, das Schiff zu zerstören. Vielen Dank, dass Sie die Flüchtlinge aufgenommen haben, Lieutenant. Sagen Sie ihnen, dass es uns leid tut. Wir haben einfach nicht die Möglichkeit, sie zu beschützen. Hoffentlich können Sie und Ihre Flotte ihren Schutz gewähren. Unsere einzige Hoffnung steht darin, mit dem Talschia zu kooperieren und ihnen zu erklären, dass sie die Flüchtlinge mitgenommen haben. Wir können nicht viel anbieten, aber wir werden den anderen Sudibahn berichten, dass sich die Tarnsflotte gegen die Talche erheben wird. Ich übermittle Ihnen auch die Kontaktdaten eines örtlichen Händlers, falls Sie Bergungsgut brauchen oder etwas verkaufen wollen. Doch bitte halten Sie unsere Beteiligung vertraulich. Und bitte gehen Sie jetzt, bevor weitere Kräfte des Talchias eintreffen. Ja, danke schön. Cayenne, close the channel. He's right. They'll be lucky if the Tal Shiar let them live. We should leave and report back to Temer. Some of the refugees we brought aboard may have starship experience. If we're expecting more trouble, we'll need some help on the bridge. Okay, dann gucke ich aber jetzt gerade mal. Gibt's hier irgendwas noch zu beobachten bzw. einzusammeln? Ich glaube nicht, oder? Aber ich finde auf jeden Fall, dass die Station extremst geil aussieht mit diesen ganzen Zellschiffen der Sulibahn. Muss ich mir einfach mal gerade angucken hier. In dem Kampf konnte man sich das Ding nicht genau angucken. Ja, das habt ihr uns eben schon gesagt. Dann hauen wir jetzt mal hier ab. Nette Station, definitiv. Ja. Das ging ja ziemlich schnell. Die Mission war ja jetzt nicht gerade lang. Wir werden den Flüchtlingen eine gute neue Heimat schaffen. Sie werden hier sicher sein und wir werden alles tun, um ihnen zu helfen. Das ist nur der Anfang, Lieutenant. Wir werden weder ruhen noch rasten, bevor wir nicht eine neue Welt ganz für uns erschaffen haben. Ja, das hört sich mal gut an. Eine neue Welt für die Romulaner. So, Belohnungen haben wir auch ein paar. Jetzt haben wir auch einen Wissenschaftsoffizier an Bord. Und wir starten direkt mal die neue Quest. Aufgrund der Nachwirkung von Jinsons Rebellion siedelten viele Remaner auf Krateres. Obwohl sie dort sicher vor der Zerstörung von Romulus und Remus waren, ist Krateres eine Einöde, die kaum bewohnbares Land bietet. Der Planet verfügt aber über reichlich Mineralvorkommen, die die Remaner abbauen und gegen Nahrungsmittel und andere Bedarfsgüter eintauschen. Ihr Leben ist aber dennoch beschwerlich und unerbittlich. Wer so lange wie Remaner auf Krateres überleben kann, muss über eine vorzügliche Stärke verfügen. Wir können diese Stärke bei der Suche nach einer Heimatwelt gebrauchen und ich weiß auch, dass die Remaner nichts vom Talchia halten. Begeben Sie sich nach Krateres, sprechen Sie mit den Remanern und machen Sie ihnen deutlich, dass wir Ihre Hilfe brauchen. Ja, Remaner und Romulaner gehören ja irgendwie zusammen. Ich kann euch das jetzt nicht eins zu eins erklären, wie da jetzt der Unterschied ist zwischen denen. Die sehen halt doch schon anders aus. Also Remaner sehen schon ganz schön hässlich aus, wenn man die sich anschaut. Ja, jetzt müssen wir natürlich einen kleinen Flug absolvieren. Ich werde da jetzt nicht direkt hin, stehen schon. Aber ich denke mir, das ist Quatsch, jetzt die Folge schon zu beenden. Von daher machen wir einfach noch die zweite Quest hier. Jetzt möchte ich aber gerne das nach oben. Warum will er das nicht? Verstehe ich nicht. Naja, egal. So, Fähigkeitspunkte. Das setzen wir, denke ich mal, hier nochmal rein. Denn dann dürfte das auf jeden Fall mit dem Schaden ganz gut laufen. Später können wir ja noch in technisch und wissenschaftliche Ecke reingehen.
Obwohl halt der Taktiker sehr, sehr viel nur in Taktik geht und wenig halt in Technik und Wissenschaft reingeht. So, jetzt ordne ich mir das hier so ein bisschen an. Wir haben natürlich noch nicht viele Fähigkeiten, von daher ist da noch nicht viel mit anordnen. Gefahren-Emitter schnalle ich mir mal dahin. Ja, was hat denn der überhaupt für Sachen? Beziehungsweise die können jetzt schon mal die Schilde nehmen. Das lege ich erstmal hier an die Seite. Und ja, jetzt sind wir sowieso an Krateris 3. Ne, Krateris 2, so. Dann gucken wir mal, was wir da zu erwarten haben auf dem Planeten. Wege trennen sich bei Krateris. Die Tal Shiar are approaching Krateris and they've already engaged a group of Riemann vessels in orbit. The Riemanns are sending out a general distress call. We have to help them. Okay. Commander Key von der Dikimos an alle Schiffe. Es gab einen nicht provozierten Angriff auf unsere Kolonie durch Shalshia-Agenten. Sie haben uns angegriffen und wir erleiden schwere Verluste. Ja, ist halt so ein... Kann man nicht alles hören von. Okay, Energie auf die Waffen und dann helfen wir denen mal schnell. Bevor hier die remanischen Schiffe alle draufgehen. Wir sind ja im Zeichen des Friedens da. Und der Talchia bricht diesen Frieden definitiv. Sie übernehmen die Spitze. Okay, ja. Eure Schiffe sind ja auch eh schon ganz schön angehittet. Wenn die an die Spitze gehen würden, würden die wahrscheinlich nicht lange durchhalten. Machen wir einen kleinen Tarnangriff. Ist schon fast kaputt, da lohnt sich kein Torpedo drauf zu schießen. Ach, scheiße, jetzt bin ich dran vorbeigeflogen. Aber das ist gerade ein Schiff in die Luft gegangen, das ist schon mal sehr gut. Okay, ja, die haben die Gruppe eigentlich fast alleine gerade zerstört und ich habe eigentlich nur durch die Explosion von einem der Schiffe gerade krassen Schaden genommen. Naja, gut, dann haben wir davor noch einen schweren Mogai Warbird. Ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich natürlich den Torpedo auch erst später abgeschossen. Ah, scheiße. Jetzt hat er dann schon geschossen, bevor ich ihn aufgeladen hatte. Die Plasmaschockwelle sind wir leider noch zu weit entfernt. Müssen wir noch ein Stückchen näher ranfliegen. Und bis dahin ist sie wahrscheinlich sogar vielleicht Level 4 oder Level 5. Ah, naja. Hat sich eh schon erledigt. Okay, das Schiff verliert strukturelle Integrität. Da sollten wir definitiv einschreiten, bevor die nachher wirklich hochgeht. Dann helfen wir mit der strukturellen Integrität hier. Und rufen Sie. Danke, dass Sie uns zu Hilfe gekommen sind, Tetrix. Wir setzen die Notreparaturen fort, doch die meisten unserer Hauptsysteme sind offline. Der Talchia hat Truppen auf die Oberfläche gesandt und mittlerweile antwortet unsere Kolonie nicht mehr auf Rufe. Da unsere Transporte offline und unsere Shuttle-Rampen beschädigt sind, können wir kein Sicherheitsteam schicken, um die Lage zu ermitteln. Das ist natürlich sehr schlecht. Der Talchia war noch nie zuvor so dreist. Der Talchia war schon immer dreist. Wie können Sie sich so sicher sein? Es macht keinen Sinn. Sie haben uns jahrelang in Ruhe gelassen. Was wollen Sie davon haben, unsere Heimat zu zerstören? Wir bleiben für uns und stellen keine Herausforderung für den Talchia dar. Ja, beim Talchia weiß man ja nie, also... With all due respect, we've seen this before. The Tal Shiar destroyed our colony on Virenat without warning. If we don't get your people off Krateris immediately, they'll be defenseless when the invasion force arrives. Genau so ist es nämlich. Invasionsstreitmacht, wir sind nicht in der Position, um eine Evakuierung einzuleiten. Der Anführer unserer Flotte, Obisek, und die meisten unserer Schiffe absolvieren ein Manöver außerhalb des Systems. Sie können unmöglich rechtzeitig zurückkehren. Bis die Verbindung zur Kolonie wiederhergestellt ist, muss unsere Priorität daran liegen, die letzten Leute auf der Oberfläche zu beschützen. Naja, aber wenn die Talchia mit Verstärkung kommen...
Er wohnt in der Nähe des Kommunikationsturms in den Außenbezirken der Kolonie. Wenn wir die Kommunikation wiederherstellen können, dann können wir einen Plan entwickeln. Dann machen wir das doch. Beamen wir mal runter mit unserer 3-Mann-Crew hier auf den Planeten. Sedan befindet sich nordwestlich nahe einem Kraftfeld. Falls die planetarischen Kommunikationen lahmgelegt wurde, benötigen sie seine Hilfe, um den Transmitter wieder zu aktivieren. Wir werden unser Bestes tun, um den zu verhindern, dass sich weitere Kräfte des Tal'Shiars herunterbeamen. Ich kann jedoch nicht versprechen, dass es uns gelingen wird, sie aufzuhalten. Ja, das ist natürlich schlecht, aber na gut. Mehr kann ich auch nicht verlangen. Okay, da hinten soll irgendwo Sedan sein, da hinten bei dieser riesigen Kuppel quasi. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwie heile darüber kommen. Ich weiß auch nicht, das Wasser, was hier ist, ob das so ungefährlich ist. Ich werde es gleich einfach mal ausprobieren. Und ja, die Romulaner, die auf dem Weg sind, die schalten wir mal vorsichtshalber aus. Nicht, dass die irgendwas vorhaben. So. Jetzt springen wir mal rein. Oh, passiert nichts, okay. Ich dachte, das wäre vielleicht giftig oder so, weil es halt so grün ist. Weiß man ja nie. Ja, so eine Drohne hatten wir auch in dem Tunnel auf Verinand. In der Höhle, wo wir die quasi die Maschine gesehen haben. Da hat der Tal'Shiar ja wohl nicht mitgerechnet. Thank you, Stranger. Danke, Fremder. Ich verstehe nicht, warum dies geschieht. Sie gehören offensichtlich nicht zum Tal'Shiar. Weshalb sind Sie hier und was wollen Sie? Commander Key. Gut, folgen Sie mir und erklären Sie mir, was hier vor sich geht. Wir sollten uns in das Sicherheitsfeld begeben, bevor weitere Kräfte des Tal'Shiars auftauchen. Ja, also nichts wie rein da. Follow me. Ja, würde ich, ja. Okay, geht einfach. Musste nur sein, dass man hier einfach durchgehen kann. Da war ein weiterer Remana. Wir müssen mehr herausfinden. Es ist offensichtlich, dass unsere Kolonie gerade angegriffen wird. Jedoch, weshalb tut der Tal'Shiar sowas? Warum sollten sie Kratiris angreifen? Was wollen sie damit erreichen? Na gut, das weiß ich nicht. Der Tal'Shiar ist halt verrückt. Wir haben unsere Kolonie vor über 23 Jahren gegründet. Wir haben von Don Tara die Genehmigung erhalten, uns hier niederzulassen. Warum sollte der Tal'Shiar eine Kolonie seines eigenen Volkes angreifen? Naja, weil die bescheuert sind. Deswegen wahrscheinlich. Denn Tal'Shiar kann man halt nicht trauen. Ich sagte dir doch, Vater, der Tal'Shiar hat unserem Volk den Krieg erklärt. Sie werden uns töten. Da könntest du recht haben, Viriel. Wir stellen keine Bedrohung für den Tal'Shiar dar. Was hat er davon? Das können sie nicht machen, ohne dass irgendjemand es bemerkt. Ja, anscheinend ja doch, ne? Wer wird denn auf meine Anordnung zur Evakuierung hören? Obi-Stick ist nicht hier. Er hat Kindi das Kommando überlassen. Warum erteilt er nicht den Befehl zur Evakuierung? Naja, weil halt ziemlich viel am Arsch ist an seinem Schiff. Das erklärt einiges. Als wir niemanden erreichen konnten, meinte Slamek, er würde den Transporter überprüfen. Er ist noch nicht zurück. Wir sollten ihn finden und sehen, ob wir die Kommunikation wieder online schalten können. Ohne den Transmitter müssen wir die Kolonisten einzeln kontaktieren. Es wird sich herumsprechen, doch das wird etwas dauern. Offensichtlich geht hier etwas vor, aber ich bin nicht derjenige, der eine Evakuierung anordnen kann. Die Flotte oder der Rat sollten diesen Entschluss treffen. Ach, meine Güte. Sie werden Hilfe benötigen, wenn Sie zum Transmitter hinausgehen. Gehe ich mit Ihnen. Vielleicht finde ich Slamek dort. Veril, you should stay here. Let these people handle this. Wir kennen noch nicht die ganze Geschichte. Wir brauchen weitere Informationen. Wir müssen wissen, was der Tal'Shiar eigentlich will. Bleiben Sie zumindest hinter dem Sicherheitsfeld, bis wir vom Rat hören. Was ne Pussy, ey.
Vater, du kannst doch sehen, was der Tal Shiar getan hat. Sie werden meine Hilfe brauchen, um den Transmitter wieder zum Laufen zu bringen. Wir werden Waffen und Rüstung mitnehmen, bevor wir gehen. Keine Sorge, ich komme schon alleine klar. Ja, dann sollten wir aber mal langsam loslegen, sonst wird das nichts mehr. So. Rüstung. Sehr schön. Ein paar Körperpanzer. Aber ich glaube, unsere Leute sollten eigentlich alle ausgestattet gerade sein. Eventuell kriegen wir ja noch einen neuen hier. Dann hätten wir zumindest für diese Person dann schon mal wieder was. So, die Truppe ist schon mal ausgeschaltet. Nach vorne an dem Schiff ist auch noch mal eine Drohne. Die machen wir jetzt auch noch mal schnell kaputt. Hoppala. Ich habe aber nicht auf das Shuttle geschossen. Das war, glaube ich, durch die Explosion von der Drohne. So. Da steht doch jemand. Erstmal den Emittersteuerung untersuchen. Schau, kann ich repariert werden. Ja, super. Da haben wir Slamek. Leave me alone. Viril, sie haben mich gefunden, vor diesen Dingern. Ich hatte versucht, den Transmitter zu reparieren, doch es war sinnlos. Wie Sie sehen können, wurde die Steuerung vollkommen zerstört. Es sieht jedoch aus, als hätten sie einige neue Freunde gefunden. Jo, stimmt wohl. Haben Sie mich nicht verstanden? Die Steuerung ist zerstört, der Transmitter ist nutzlos. Habe ich schon verstanden? Slamek, Sie sind keine Hilfe. Was, wenn wir ein Überbrückungsrelais einrichten? Falls das funktioniert, können wir den Transmitterschild von Cedens Shuttle oder unter Umständen sogar von unserer sekundären Konsole zu Hause steuern. Das wäre eine Möglichkeit, obwohl ich nicht glaube, dass es funktioniert. Slamek, versuchen Sie, ein Überbrückungsrelais für die Steuerung einzurichten. Wenn es funktioniert, begeben wir uns zurück zu meinem Vater und probieren, ob wir von dort aus auf den Transmitter zugreifen können. Dann mach das doch, Slamek, verdammt normal. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, aber dann hast du wenigstens was probiert, als wir hier nur doof rumzustehen und auf deinen Tod zu warten. So, die Krabbelviecher kommen so schnell nicht dahin. Hauptsache Slamek sagt die ganze Zeit hoffnungslos. Ey, das ist doch ein Trollo, ey. So kann man das wirklich nicht schaffen. Okay. Ich habe doch gesagt, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Statisches Rauschen, na ganz toll. Wir sollten zu meinem Vater zurückkehren und sehen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Genau, wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Ja, das Shuttle brutzelt hier schön. Ja, oh, ja, das ist glaube ich, das gleiche Schiff, was wir auf Virinand gesehen haben. Und es ist laut und groß. Und es will uns wehtun. Das sollten wir ja, verhindern. Zack, das ist schon mal ausgeschaltet. Alter, das ist aber auch ein Koloss, alter Schwede, ey. So. Oh, da ist gerade was hochgegangen. Planen wir mal die Evakuierung hier mit der. Ich habe ein tragbares Transmitterrelais eingerichtet und so viele Nachbarn versammelt, wie ich konnte, und ich bin froh, dass sie Slamek gefunden haben. Ja, wir sollten sofort evakuieren. Ich werde nicht streiten, unser Sicherheitsfeld ist abgeschaltet und der Teilscher greift die Kolonie an. Hoffentlich erkennen auch alle die Mitteilung noch nicht erreicht hat, was hier geschieht. Sie müssen fliehen. Jetzt finden sich weitere Personen in dem Außenbezirk der Stadt. Schaffe ich es, mit dem Schall zu ihnen zu gelangen, könnte ich sie möglicherweise in Sicherheit bringen. Verstanden. Bitte nehmen Sie Viril mit. Ich nehme Slamek, damit er mir dabei hilft, nach Überlebenden zu suchen.
Vater, ich sollte mit dir gehen. Es hat Wochen gedauert, die Antriebssysteme des Shuttles zu reparieren. Wenn etwas schief läuft, wirst du mich in deiner Nähe brauchen. Auf ihrem Schiff wirst du sicherer sein. Slame kann mir helfen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Ich werde die Koordinaten an jedes Shuttle in der Reichweite übermitteln, sobald wir in der Luft sind. Gehe jetzt, wir müssen nach Überlebenden suchen. Okay, das hört sich fast so danach an, dass, dass der Vater vielleicht darauf gehen wird. Und dass er halt möchte, dass sein Sohn, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist das ein Typ oder ein Mädel, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass sein Kind in Sicherheit ist. So. Zu dem Shuttle begeben wir uns jetzt. Also, Den und Samek müssen, Samek müssen halt zu diesem Shuttle hier hin. Aua, sollte doch den werden. Dämliche Drohne. Oh, das ging ja sogar schnell, das abheben. Okay. Sollte man nur schnell auf unser Schiff hochbeamen. Sir, die romanischen Zivilisten sind in Sicherheit an Bord. Wenn sie hier unten alles Mögliche getan haben, könnten wir hier oben ihre Hilfe gebrauchen. Weitere Schiffe des Taltia dringen derzeit in das System ein und ich denke nicht, dass die Demikus sie lange aufhalten kann. Ja, das stimmt wohl, denn das Schiff hat ja doch einiges einstecken müssen. Da ist es schon ratsam, wenn wir wieder im Orbit sind. The Decimus has engaged the Tal Shiar and is forming a wedge so we can get the shuttles to the beacon. The shuttles will be relying on us for protection. Without our help, they'll never make it out of here. Zaden's shuttle was one of the ones that made it to the ship. He's hailing us. Okay. We're in position. Wir sind in Position und bereit, zur Barke zu fliehen. Ist meine Tochter in Sicherheit? Das ist doch ein Mädel. Ich mache mich nützlich. Der Singularitätskern auf diesem Schiff ist praktisch antik. Ich werde die Energieniveaus im Auge behalten, um sicherzustellen, dass wir im Kampf nicht in die Luft gehen. Vergessen Sie nicht, die gesamte Energie des Shuttles auf die Schilde zu leiten. Keine Sorge, Kind. Das war das Erste, was Slamek getan hat. Sagen Sie dem Lieutenant, dass wir auf das Signal warten und um zum Treffpunkt zu warpen, nachdem wir die Barke erreicht haben. Sobald wir die in Sicherheit sind, können sie zurück zum Shuttle. Okay, das heißt, wir dürfen hier eine ganze Menge Rovers erstmal ausschalten. Das kann ja heiter werden. Feindliche Rovers besiegt 0, hä? Ist nicht da gerade ein Schiff in die Luft geflogen? Ach ne, das war anscheinend nur hinter dem Felsen verdeckt. Aber das ist zerstört worden, aber es sind trotzdem 0%. Interessant. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Mission buggy ist. Das wäre jetzt echt scheiße. Aber das hat er jetzt wieder nicht gezählt. Aber wir sind im Bereich und haben Warbirds zerstört. Klar sind das leichte Warbirds. Wieso hat er den jetzt gezählt? Das verstehe ich nicht. Na, immerhin, wenn er jetzt die anderen alle zählt, dann bin ich ja froh. Aber das war jetzt gerade ein bisschen eigenartig. Den hat er jetzt auch gezählt. Sehr schön. Machen wir hier den Warbird noch fällig. Das mal, weil wir könnten gleich auch aktivieren, wenn wir da genug dran sind. Sehr schön. Das hat wenigstens was gebracht auf Stufe 5. Das hat gesessen. So, da unten haben wir noch ein paar Schiffe. Schalten wir die auch noch schnell aus. Aber da steht hier nichts irgendwie von schweren Warbirds, sondern nur Warbirds. Also eigentlich müssten die leichten ja schon reichen. Aber anscheinend tun sie das nicht. Dann zerstören wir den großen halt auch noch. Zack. Okay, erreichen sie die Navigationskoordinaten. Wenn ich den sehen würde, wo die sind, oder ist das doch eigentlich hier, wo wir gerade stehen, oder vertue ich mich da gerade?
Texas, wir erfassen ein unbekanntes Schiff in der Nähe der Barke. Es scheint ein Schlachtschiff zu sein. Sollte es angreifen, sind unsere Schiffe vollkommen unterlegen. Können Sie das Schiff scannen oder seine Bewaffnung bestimmen? Sie senden eine Art passives Scanfeld aus. Wir können keine Zielerfassung erreichen und die Energieniveaus unserer Singularitätskerne fluktuieren. Ich erfasse die gleichen Abweichungen des Energieniveaus. Das Feld stammt definitiv vom feindlichen Schiff. Wenn ich auf die Barkensteuerung zugreife, könnte ich vielleicht einen Hochfrequenz-Protonenstoß abfeuern und der könnte das Feld lang genug stören, um eine Zielerfassung zu erreichen. Ja, das hört sich doch mal gut an. Dann mach das mal bitte. Okay, Feuer frei. Und weg ist es. Jetzt ging ja mal schnell. Das ist ein Strahl zum Angreifen, anscheinend doch nicht. Ja, das könnte wohl sein, dass es eine tödliche Frontalbewaffnung hat, aber wirklich Schaden hat es uns jetzt noch nicht gemacht. Ja, da hast du wohl recht. Solange er sehr rumhüpft, ist es echt nicht einfach, dieses Schiff anzugreifen. Vor allem, wenn wir dann auch noch mit Traktorstrahlen hier festgehalten werden. Das ist dann richtig hinderlich. Zack. Wir haben es geschafft. Ja, sehr schön. Werden wir mal Sedens Shuttle rufen. Keine Antwort. Sir, ich habe die Shuttles gescannt. Sie haben alle mitgenommen. Jeden einzelnen. Selbst dein Vater. Ja, das stimmt wohl. Die Protokolle zeigen, dass während des Kampfes gegen das Schlachtschiff ein Kreuzer aus dem Warp gekommen ist, in großer Entfernung verharrte und sich dann kurz enttarnte. Weniger als eine Minute später warpte es wieder weg. Dieser Kreuzer muss die Kolonisten aus dem Shuttle mitgenommen haben, während wir uns im Kampf fanden. Wir müssen ihnen hinterher. Wir müssen ihre Flugbahn errechnen und sie verfolgen. Die Kolonisten könnten noch immer am Leben sein. Wir können sie einholen, wenn wir uns beeilen. Haben wir irgendwelche Daten über das Ziel vielleicht? There was too much interference from the battleship. I wish I had better news, but we have more pressing matters. The Decimus is hailing us, and we need to get out of this system while we still can. Das ist natürlich nicht so geil. Devaro, wir sind uns der Situation bewusst, doch wir müssen umgehend Kurs auf den Treffpunkt setzen. Es gibt dort weitere Remaner, die unseren Schutz benötigen. Nachdem wir uns neu formiert haben, wird es Zeit geben, um vollständig nachvollziehen, was hier geschehen ist und Zeit unserer Verluste zu betrauern. Jo, dann soll er sich doch anschließen. Wir wissen das Angebot zu schätzen, doch es liegt nicht an mir. Ich werde ihr Angebot an Obisek und den Rest der Flotte weiterleiten. Aber ich denke, es wäre vorerst das Beste, wenn wir getrennte Wege gehen. Wenn wir besser verstehen, hinter was der Talchia ist, kann das die Lage ändern. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes versucht haben. Ich brauche keine Erlaubnis. Ich komme mit Ihnen und wir werden meinen Vater finden. In der Zwischenzeit werden Sie einen Ingenieur brauchen, wenn Sie sich darauf verlassen möchten, dass ein so altes Schiff nicht auseinanderfällt. Zum Glück bin ich hier. Ich denke, wir haben alles getan, was wir hier können. Wir sollten berichten, was passiert ist zu Tamer. Wir können gehen, wenn Sie bereit sind. Ja, das sollten wir am besten jetzt direkt mal machen. Bevor wirklich noch der Talchia schon wiederkommt. So. Ja, damit haben wir diese Mission dann auch wieder abgeschlossen. Und dann rufen wir mal Temar schnell. Wir werden versuchen, die Remaner zu kontaktieren, aber nach Jahrhunderten des Misstrauens und der Ausbeutung wird es schwierig werden, sie zu gewinnen. Vielleicht bringt es etwas, wenn dieser Obisek direkt mit uns sprechen will. Ich weiß, dass sie ihr Möglichstes gegeben haben, um ihnen zu helfen und dass dieser Angriff unvorhergesehen kam. Ich bin wirklich besorgt, was diese Sabotage angeht und dass der Schuldige dafür wohl nie gefasst werden wird. Es ist wahrscheinlich, dass unter den Remanern ein Talchia-Agent seine Fäden zieht. Wir werden kaum jede Schlacht gewinnen, aber wir werden diesen Krieg für uns entscheiden. Verlassen Sie sich drauf. Jolon, Ende. Ja, okay. So. Ja, okay. So. Viril ist jetzt Teil unserer Crew. Sehr schön. So, okay.
Nein, die Quest werden wir jetzt nicht auch noch anfangen. Okay, Leute, ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!